war früher ein bisschen anders zu deinen Zeiten. Da hat man aus den Standards jeweils ziemlich viel herausgeholt. Jetzt allerdings funktioniert es, wo wir es sagen. Marek Suchy bringt den FCB nach einer Standardsituation früh in Führung. Es gibt ja das Sprichwort, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und ja, setzt sich da sehr gut durch, der Marek Suchy. Das macht ein herrliches Kopfgold. Das ist überhaupt ein aus meiner Sicht sehr gelungener Transfer. Wir hüten uns selbstverständlich über die Schwäche des FCB bei Standards zu sprechen. Ich kann nie von dieser Schwäche. Seht ihr auf Stocker und der nächste Knaller im Anschluss an einen Eckball. 10., 11. Spielminute, Valentin Stocker 2:0. Stocker ist, glaube ich, selber höchst zufrieden, dass ihm das gelungen ist. Ganz knapp an der Grenze zum Offside, aber so wie es aussieht, ist es keines. Also ein reguläres Tor, ja, und fantastisch gemacht. Mit der Brust angenommen und mit links reingeknallt. Und herrlich auch die Vorarbeit von Geoffrey Seredier. Ein klasse Tor. Nächster Eckball. Seredier. Und schon wieder liegt der Ball im Tor. 3:0. Giovanni Sio. Noch keine Viertelstunde gespielt. Meine Güte. Ganz schlechtes Abwehrverhalten. Rechtsverteidiger hier. Unterschätzt sich, ja. Unterschätzt den Ball völlig. Und dann auch noch ein bisschen Pech im Spiel. Ja! Da ist das Tor zum 14:0 nach einer Standardsituation. Philipp Degen. Und sie, da hinten steht er völlig frei. Nicht zum ersten Mal, dass der Aarauer Abwehrverbund floppt am heutigen Tag. Also drei ganz frühe Tore und jetzt noch ein spätes in der 84. Minute. Philipp Degen mit dem 4:0. Und Jan Sommer macht das Spiel schnell. Kalla. David Degen. Dann Mbolo, schießt er sein erstes Tor. Jawohl, er macht es! Was für eine Freude für den Jungen. Vor drei Wochen ist er 17 geworden. Und jetzt schießt er sein erstes Tor in der Super League. Schauen Sie mal, sogar Jan Sommer eilt ganz nach vorne und gratuliert dem Nachwuchsspieler. Harte Arbeit, er trainiert immer mit vollem Einsatz und auf dem Platz im St. Jakob hat auch mal ein 17-Jähriger bis im ersten Einsatz ein Goal geschossen. Der hat Hakan Yakin geheißen, man weiß ja, was aus ihm geworden ist. Also, die Spur ist gelegt für Breel Donald Mbolo,